Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesus Christus. Wie geht's euch? Seid ihr glücklich? Jesus Christus ist unser Herr, der uns vollkommen segnen möchte. Ein vollkommener Segen ohne Mängel. Manche mögen sagen, dass alles okay bei denen sei, dennoch hätten sie ein Problem. Das Problem der Kinderlosigkeit. Machen sich Sorgen, dass die Kinder noch nicht verheiratet sind. Der Wunsch nach einem eigenen Haus. Sorgen, dass sie keinen festen Job haben. Sind oft krank. Alles andere ist okay. Leiden an einer ständigen Krankheit. Ihr habt irgendeinen Mangel, oder? Der Herr hat was vor mit dir. Er möchte dich reichlich und ohne Mängel segnen. In der Bibel, im Psalm 34, Vers 10 lesen wir, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Keinen Mangel. Der Herr verspricht es dir. Es wird keinen Mangel geben. Was möchtet ihr denn heute erhalten? Was fehlt euch denn? Denkt ihr, dass alles gut ist, aber nur eins fehlt? Der Herr sagt, ihr werdet keinen Mangel haben, meine Kinder. Dazu müsst ihr nur den Herrn suchen. Wenn ihr den Herrn im Glauben sucht, wird er die Mängel erfüllen. Er wird euch sagen lassen, dass ihr keine Mängel habt. Falls wir einige fragen, wie es denen geht, dann antworten sie, es geht so. Einige antworten, wir können uns nicht beklagen. Aber nur sehr wenige sagen, der Herr hält uns gut. Wir haben keine Mängel, Bruder. Uns geht es gut. Ich habe selten von einigen gehört. Wird ihr auch so sagen? Ihr müsst es so sagen. Der Herr möchte euch eine unfehlbare Fülle des Segens geben. Dafür müsst ihr Gott suchen. Ihr müsst ihn durch das Gebet suchen, indem ihr über seine Worte meditiert. Wenn ihr ihn vom ganzen Herzen sucht, dann wird es euch an nichts mangeln. Der Herr möchte heute eure Mängel erfüllen. Ein Segen, dass ihr dasselbe sagen könntet. Ich möchte für euch heute beten. Wo gibt es denn überhaupt Mängel? Denkt ihr an das Problem nach? Ich möchte eine feste Arbeit. Ich möchte alle Schulden abzahlen. Die Hochzeit meiner Kinder soll gelingen. Alle Krankheiten sollen verschwinden. Möchtet ihr, dass alle Mängel beseitigt werden? Nun betet für alle Mängel heute. Vater, du bist der Gott, der uns nur mit Gutem segnet und dem es an nichts mangelt. Dieser Sohn, diese Tochter beten, dass all ihre Mängel vom Herrn behoben werden. Im Namen Jesus Christus soll heute ein Wunder geschehen. Erfülle alle ihre Mängel und macht sie heute glücklich. Im Namen Jesus Christus beten wir, lieber Vater. Amen, Amen.